Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie ich diesen Fuchs hier gezeichnet habe. Und bevor ich mit dem Zeichnen überhaupt anfange, mache ich es immer so, dass ich mir erstmal das Motiv nehme, was ich zeichnen möchte und darin nach Grundformen suche. Also mich nicht sofort an den Tisch setze und loszeichne, sondern mir wirklich erstmal vorstelle, wie ist dieses Motiv aufgebaut, wie kann ich das in Kreise und in einfache Formen zerlegen, damit ich das besser aufs Papier bringen kann. Das habe ich in dem Fall bei diesem Bild so hier gemacht, dass ich eben einen Kreis habe, dann so ein Kreuz mir da drauf packe als Gerüst und dieses Kreuz muss auch nicht genau in der Mitte sein. Man hätte das genau in die Mitte zeichnen können, aber ich habe das halt so angepasst, dass es genau schon auf die Form des Fuchses passt und das dann halt um die anderen Formen rundherum noch ergänzt. Und dieses Gerüst zeichne ich mir dann aufs Papier auf, damit ich das wie so eine Basis halt habe. Ich vergleiche das immer ganz gerne, wie wenn man jetzt ein Haus baut, fängt man ja auch nicht damit an, sich sofort die Wände zu verschönern und den Putz drauf zu packen, sondern du machst erstmal dein Gerüst, du guckst, dass statisch alles stimmt und dass das Haus am Ende überhaupt trägt und nicht umfällt oder so. Genauso ist es auch hier bei diesem Bild. Auch das braucht eine Grundform, die erstmal tragen muss. Also, wie ihr das in der Vorlage gesehen habt, ich habe jetzt diesen Kreis gezeichnet, packe mir da dieses Kreuz drauf und dann erweitere ich das mit den Linien, die eben den Rest des Bildes tragen. Das Einzige, was ich mich jetzt halt noch frage und wo ich nochmal genauer nachmesse, ist, wie lange ich die Schnauze des Fuchses zeichnen muss. Denn wenn man die zu lang zeichnet, dann kommt es nicht mehr hin von den Proportionen. Wenn man sie so kurz zeichnet, sieht es auch komisch aus. Deshalb messe ich halt nach. Und ich habe halt gesehen, dass es ungefähr wieder so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also das ist so, findet man generell relativ oft, auch wenn man Menschen zeichnet. Und da habe ich mir eben diesen ein Drittel Abstand, also wenn man von der Kugel ausgeht, ein Drittel nochmal vorne dran gesetzt. Und das merke ich mir halt ab und daran kann ich dann eben diese Entfernung dieser Schnauze bestimmen. Und wenn ich die habe, kann ich mich an dem orientieren, was ich in der Vorlage hatte, dass ich mir da anschaue, wie weit muss ich denn den unteren Teil der Schnauze zeichnen, also dass der eben ein Stück unter dieser Kugel drunter ist. Und indem ich mich an diesen Grundformen orientiere, habe ich immer so diesen Anhaltspunkt, dass ich halt weiß, bis wohin was gezeichnet werden muss. Und wenn ich mich daran orientiere, dann kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Bei den Ohren messe ich auch nochmal nach, weil ich nicht möchte, dass die zu lang oder zu kurz werden. Ist halt immer so ein Ding, ne? Man muss nicht immer nur diese dreieckige Form zeichnen, sondern man muss halt auch die Proportionen wahren. Deshalb lieber nochmal überprüfen. Und das Auge zeichne ich mir dann an den Rand des Kreises. Auch das kann man wieder sehr schön an der Vorlage überprüfen. Wenn man sich da halt die Grundform einzeichnet, sieht man ja schon, wo ungefähr das Auge ist. Und das kann man dann auch in seine eigene Skizze übertragen. Ja, dann steht im Wesentlichen das Grundgerüst und ich mache mich daran an die Ausarbeitung, also an den ersten Schritt der Ausarbeitung. Das heißt für mich, dass ich mir die Umrisse nachziehe und schon gucke, dass erste Details hinzukommen. Da zeichne ich mir dann solche Sachen ein wie die Schnauze, wie die Nase oder auch schon mal die Strähnen des Fells, also diese Hauptsträhnen, wo ich dann ungefähr weiß, in welchem Bereich die verlaufen. Denn ich finde es einfach gut, sich schon mal so einen Bereich abzustecken, in den diese Strähnen dann verlaufen. Da hat man noch mal mehr Orientierung auf dem Papier. Das ist jetzt natürlich alles noch recht hell und vage. Deshalb steige ich jetzt auf den Druckbleistift um mit einer dunkleren Mine drin oder mit einer weicheren Mine, die eben dunkel zeichnet. Das ist eine 2B-Mine und da ziehe ich mir diese Umrisse nochmal deutlicher nach. Das ist jetzt etwas verkürzt dargestellt, weil es einfach zu lange dauern würde, das jetzt alles zu zeigen. Und ihr müsst ja nur das Grundprinzip verstehen, also dass ich mir im Prinzip die äußeren Umrisse nachziehe, dass ich schon mal so einzelne Haare einzeichne. Jetzt aber nicht jede einzelne Strähne, die das Vorlagenbild hat, so exakt übernehme. Denn ich finde gerade bei solchen Bildern wie diesen Fuchs hier, der ja dann doch etwas skizzenartiger ist, da muss man nicht jedes Detail übernehmen, sondern ich deute das dann so weit an, dass es eben nach richtigem Fell aussieht und diese Illusion dadurch halt entsteht. Wenn man da so ein bisschen von der Vorlage abweicht, ist das nicht schlimm, denn letzten Endes hat man ja immer noch eine Zeichnung, die ein eigenes Werk dann wird. Mit dem Fell ist es sowieso so eine Sache, man kann da wirklich ewige Zeiten mit verbringen und das so detailliert wie möglich ausarbeiten. Man kann es aber auch lassen, so wie ich das gerne mache, denn ich muss ehrlich sagen, das war lange Zeit so der Grund, warum ich nicht so viele Tiere gezeichnet habe, weil ich eben mit diesem Fell, ich hatte da nicht so Lust drauf, das im Detail auszuarbeiten und ich musste mir erstmal was überlegen, wie ich das halt ein bisschen vereinfache, dass das auch in meinen Zeichenstil passt. Und dazu habe ich mir halt viel angeguckt, auch von anderen Künstlern, wie die das machen, bin dann letztlich auf den Trichter gekommen,
dass ich, wie auch bei den Porträts von Menschen, ich hier mehr mit Schraffuren arbeite und da, wo das Fell halt ein bisschen dunkler ist, dementsprechend die Schraffur enger setze, denn dadurch hat man dann halt eine höhere Dichte und auch einen höheren Kontrast, was dann auch nochmal mehr heraussticht. Und diesen Felleffekt, den bestimme ich dann eher über diese äußeren Bereiche, also jetzt nicht nur die Umrisse am Kopf oder so, sondern auch bei diesen Strähnen, die ich mir vorher überlegt habe, zum Beispiel an der Seite, an der Wange, wenn man die etwas über den Umriss halt mehr andeutet, dann muss man da auf der Fläche selber gar nicht mehr so viel machen, sondern kann dann da mit Schraffuren arbeiten und dementsprechend die Flächen füllen. Man muss halt gucken, dass man mit unterschiedlichen Graustufen arbeitet, damit halt Abwechslung reinkommt, Tiefe reinkommt und man auch das Gefühl hat, man bildet das Fell so nach. Denn der Fuchs ist ja, wenn man das jetzt sich im Realen anguckt, rot und weiß. Dementsprechend mache ich die Stellen, die rot sind, mit dunkleren Schraffuren, dass das eben bei mir ein bisschen dunkler ist. Und die weißen Stellen lasse ich einfach weiß, beziehungsweise deute die nur mit leichten, hellen Schraffuren an, um da einfach die Flächen ein bisschen zu bestimmen, dass das nicht einfach nur leer ist. Wichtig halt wirklich, dass man sich auch traut, in die dunklen Bereiche richtig reinzugehen, aber halt gezielt. Und da muss man wieder in der Vorlage gucken, dass man sich diese Schattenflächen im Vorfeld schon ausmacht. Denn es ist halt so, wenn man nicht so sehr in die Tiefe geht von der Dunkelheit her, dann verliert das Bild an Interesse. Dann ist es nicht so spannend, weil man eben nicht diese Abwechslung drin hat. Ein Porträt, finde ich, braucht immer einen guten Wechsel aus Licht und Schatten, aus Kontrasten. Und dadurch kann man noch eine ganze Ecke mehr Lebendigkeit reinbringen, als wenn man jetzt nur in einer Graustufe arbeitet. Da muss man halt ein bisschen das Gefühl für entwickeln. Am Anfang hatte ich auch Probleme damit, dass meine Bilder manchmal zu dunkel geworden sind. Aber das muss man dann für sich analysieren und halt schauen, warum, wo hat man denn den Fehler gemacht? Und ich habe dann halt für mich erkannt, dass ich mehr mit dem Weiß des Papiers arbeiten muss und wirklich nur in die Bereiche richtig dunkel reingehe, wo halt auch der tiefste Schatten ist sozusagen. Das ist jetzt vereinfacht und sehr stark runtergebrochen, weil es eben schwierig ist, das jetzt in so einem einzelnen Video zu transportieren. Das sind eben viele Stunden Arbeit und man muss das wirklich üben und für sich selber so ein Gespür für entwickeln. Also kann ich euch hier nur so diese grobe Anleitung geben, aber ihr müsst halt, wenn ihr wirklich mehr mit diesen Schatten arbeiten wollt, ist die einzigste Möglichkeit viel üben, viele Vorlagen angucken, immer wieder abgleichen und wenn man nicht ganz zufrieden ist mit seinem Bild, dann sich fragen oder das Bild nicht einfach weglegen und denken, das ist schlecht, sondern wirklich mal konkret analysieren, was gefällt dir da nicht, warum sieht das komisch aus, vielleicht auch mal jemanden fragen, was der dazu sagt und sich das wirklich auch mal aufschreiben. Denn nur wenn man sich die Fehler bewusst macht, kann man dann auch daraus lernen und die beim nächsten Mal vermeiden. Das Praktische an so einem Geisterfuchs ist natürlich, dass man das Auge nicht zeichnen muss. Ich lasse das einfach weiß und deute das mit so ein paar Schattenflächen rundherum an, dass man halt sieht, dass das eine räumliche Figur ist, ein Körper ist und nicht einfach nur flach. Und da ist dann für mich dieser Spirit-Effekt auch schon hergestellt, dass man bei diesen Geistertieren gar nicht immer die Augen zeichnen muss, sondern dass man darüber erkennt, dass es jetzt kein lebendiger Fuchs mehr. Dann mache ich es noch so, dass ich das um das Bild rundherum mache ich hier so eine Schraffur, damit man eben da noch eine Kontrastfläche im Hintergrund hat. Hat den Grund, dass ich dann um den Fuchs herum mit dem Radiergummistift so eine weiße Aura drumherum zeichnen kann. Die radiere ich mir frei und lasse dann solche einzelnen Spuren und Fransen davon abstehen, damit das halt wie so leuchtet. Das kann man eben, finde ich zumindest, sehr gut mit so einer schraffierten, mit so einem schraffierten Hintergrund darstellen. Und dann mache ich es noch so, dass ich drumherum um diese leuchtenden Stellen noch so schwarze Punkte mache. Das sind dann einfach wie so Funken oder ja, so kleine Spirit-Effekte halt, die um diesen Fuchs herum entstehen. Finde ich ganz schön und da kann man eben mit solchen kleinen Details das Bild auch nochmal mehr aufwerten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das Bild gefallen hat, ob ihr noch mehr Geistertiere sehen wollt, dann gucke ich mal, ob ich noch mehr mache. Aber falls ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet, dann klickt mal hier oben auf das Video. Da habe ich mir nämlich mal das Zeichentool von Leonardo.ai angeschaut und wie man mit wenigen Strichen schon ein richtig tolles Bild bekommt. Oder falls ihr dann doch das traditionelle Zeichnen lieber möchtet, klickt mal auf das Video darunter. Da geht es nämlich darum, was man in 30 Tagen Schnellporträts zeichnen denn so erreichen kann.